Hast du Probleme damit, auf Leiter zu klettern? Ich traue mich das nicht so. Ich mag das überhaupt gar nicht. Ihr großen und kleinen Träumer da draußen, mein Name ist Damakasch und ich heiße dich herzlich willkommen zu Enigmatis 3, der Schatten von Karkala. Ich bin im Keller eingesperrt, ich habe aber in der letzten Folge hier so ein Gitter-Emblem gefunden. Und bevor ich jetzt hier das Gitter hochziehe, möchte ich dich kurz vorwarnen. Das Ganze ist ein Wimmelbildspiel, die können manchmal etwas unheimlich sein und das Spiel ist auch erst ab 12 Jahre freigegeben. So, und jetzt rein da. Das ist ein weiter Weg nach unten. Ich mache mal ein Seil hier ran, ne, falls ich wieder hochklettern will. Da sind Bäume im Weg. Es wird schwer werden, auf den Weg zu kommen. Vielleicht könnte ich das als Karte nehmen. Das Dorf scheint auf meinem Weg zu liegen. Und wenn ich Glück habe, dann finde ich dort diesen Po, wer auch immer er ist. Er könnte etwas über diese heilige Flamme und den Zorn Gottes wissen. Neue Aufgabe, finde einen Weg ins Dorf. Ich stehe hier, das heißt, ich muss jetzt erstmal hier den linken Pfad entlang. Das hier ist die Sackgasse, das heißt, ich muss jetzt hier entlang. Und nochmal. Und jetzt links und dann zum Schluss rechts. Ha, wunderbar. Und jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, ob da irgendwelche Federn oder so auf dem Weg gewesen sind. Da kann ich gleich zum Stadtplatz. Ich schaue mich hier jetzt nur erst um, ob ich hier noch irgendwas sehe, aber ich glaube nicht. Guck, ein Specht ist hier. Niedlich. Komm schon, spring, ich fange dich. Du kannst nicht für immer dort stehen bleiben. Warum versteckt sie sich denn auf dem Dach? Was? Oh, hallo. Was machst du hier? Du bist nur zufällig vorbeigekommen? So weit draußen? Huh? Naja, ich bin Brittany. Ich bin Archäologin und beteilige mich an der Karkala-Expedition. Hast du eine Idee, wie ich dieses Kind herunterlocken kann, bevor es sich verletzt? Mal gucken, da fällt mir sicherlich was ein. Jetzt lass mich erstmal hier gucken. Ich werde dich fangen. Hier ist ein Stück einer Schere. Ich kann diese Nadel keinen Millimeter bewegen. Die Statue hält sie fest im Griff. Starker Griff. Sie bewegt sich nicht. Der Drache hat seine Pranke verloren. Ah, finde alle Blumen. Blumen waren das andere, siehst du? Warum versteckt sie sich da? Ja, das weiß ich nicht. Ich kann ihr leider auch... Warte, ich gehe mal hier noch gucken. Eine Seilbahn. Ich frage mich, ob sie noch funktioniert. Ich wünschte, ich hätte meine Dietriche dabei. Ja, leider nein. Was ist hier? Oh, die ist ja schön. Guck, so angemalt. Ich frage mich, warum es sich nicht dreht. Das Wetter ist zu schlecht, um es zu erkennen. Das Rad ist am Boden festgehakt, aber wegen all dem Wasser sehe ich nicht genau wo. Oh oh, Kette gerissen. Die Kette ist kaputt. Das ist nicht korrekt. Was ist hier denn noch? Das kann ich ja dann nicht bewegen. Da kann ich nichts. Ha, verrückt. Gut. Die Wand ist zu glitschig, um hinaufzuklettern. Eine Zange? Interessante Idee. Ja, nee, eigentlich eine dumme Idee, aber macht ja nichts. Mit der Zange vielleicht? Vielleicht sollte ich etwas anderes probieren. Das ist nicht korrekt. Da brauche ich ja so eine... das ist ja merkwürdig. Okay... Was muss ich denn jetzt machen hier? Don't be afraid. Ha, gute Frage. Ich habe überhaupt gar keine Idee. Zeig mal her. Hier soll ich irgendwas machen. Ah, hier ist was. Guck mal.
Jemand war sehr in Eile. Man weiß nie, in welchen Dingen man wirklich talentiert ist. Come on. Milch? Ist das Jackmilch? Guck mal, da hat sie auch Bilder ans Fenster oder so gemacht. Kann ich das hier mit der Zange aufknipsen? Nee, interessante Idee, aber ich sollte etwas anderes versuchen. Don't be afraid. Kann ich hier, aber sonst kann ich nichts machen. Ich kann nicht hier sonst nichts machen. Warte, vielleicht kann ich jetzt mit dem Mädchen reden. Don't be afraid. Nee, die Wand ist zu glitschig. Also es tut mir herzlich leid, aber ich habe gar keine Idee. Irgendwie habe ich heute ein Brett vorm Kopf oder so. Na, das soll ich ausmachen. Okay, und was soll ich dann tun? Hier soll ich was machen. Also ich brauche ja hier irgendwie eine Möglichkeit, damit es hochgehoben wird. Sehe ich ja richtig. Ah, da ist zum Beispiel mal ein Nagel. Den kann ich noch rausziehen. Ah, und da auch. Okay. Ach Gott, ich nehme hier gleich den ganzen Zaun auseinander. Ah, und dann habe ich sowas wie eine Leiter gebaut. Ist ja irre. Okay. Das sollte dann ja funktionieren, oder? Ich traue mich ja eigentlich nicht so, auf Leitern zu klettern. Hast du Probleme damit, auf Leitern zu klettern? Ich traue mich das nicht so. Ich mag das überhaupt gar nicht. Wie lautet dein Name, Kind? Sie wird nicht antworten. Sie ist stumm. Ihr Name ist Fang. Hab keine Angst, Fang. Komm herunter. Da oben ist es kalt. Du hast scheinbar eine Gabe. Das Kind vertraut dir. Haha. Oh, du blutest ja. Wir müssen die Wunde an deiner Hand versorgen. Bring das Mädchen zur Hütte. Ich suche im Dorf nach Verbandszeug und einem Erste-Hilfe-Kasten. Du kannst dich auch umsehen. Wir brauchen Klammern und Bandagen, um die Wunde zu versorgen. Behandle deine Wunde. Ich gehe mal in die Hütte. Ach, guck mal, das sieht ja auch schön aus hier. Hallo, kleine Fang. Aber wo sind die anderen? Das Essen ist verbrannt. Jemand ist hier in großer Eile gegangen. Das Feuer ist fast aus. Aber ich habe auch kein Holz, was ich da jetzt rantun kann. Deswegen lasse ich das mal. Was ist hier? Oh, hier ist ein Verbandskasten. Schau mal. Als erstes die Lösung hier in so eine Schüssel. Dann mit Nadel und Faden nähen. Und dann da diese komische Salbe drauf. Und dann Verband. Ach, kein Schmerzmittel. Warum wundert mich das jetzt nicht? Schmerzstillende Kräuter. Das Rezept sieht, das sieht wie ein Rezept für eine schmerzstillende Kräutersalbe aus. Ah, okay. Zwei. So, Blütenblätter hätte ich schon mal. Guck mal, was ist hier noch? Das sieht ja interessant aus hier. Was ist da oben? Nee, das kann ich nicht nehmen. Schmerzmittel könnten nützlich sein. Leider ist das Glas leer. Ich habe hier eine Tasse, das ist für die Milch. Aber was ist das denn hier? Einmal Pilze, getrocknete Kräuter oder was soll das sein? Keine Bandagen da. Nee, das ist alles nicht das, was ich suche. Gut, dann gehe ich mal zurück. Ich glaube, dann kann ich eine Tasse... Oh, hier ist... Dings. Aber ich hole jetzt erstmal die Milch. Die war hier. So. Ja, ich habe Jagdmilch gefunden. Wer von der Monsterheim mag noch Jagdmilch? Na, weißt du das? Ich weiß es. Ich glaube auch, dass Abby sich hier wohlfühlen würde. Oh, finde die Objekte. Oh, das ist ja auch wieder eine ganz, ganz coole Wimmelbildszene, muss ich sagen. Weil das auch wieder ist natürlich ein bisschen schwieriger, ne? Also das sieht man schon, weil die Gräser und so sehen halt sich sehr ähnlich. Hier ist die Ingwerknolle schon mal, wie hier, ne? Die habe ich gefunden. Hier, die brauche ich auch. Das sind hier so eine getrockneten Blümchen. Das hier ist das auch. Ich kann die Blumen leider gar nicht benennen, weil ich mich da gar nicht so gut auskenne mit Blumen und Pflanzen und so.
Ich kenne mich da nicht so aus, muss ich zugeben. Kann ich nicht gut. Das kommt aber, ich habe auch keinen grünen Daumen. Bei mir geht auch alles ein, also. Zack. Plastikblumen halten bei mir ganz gut. Die gehen auch nicht ein. Obwohl mich selbst das nicht wundern würde, wenn Plastikblumen bei mir eingehen würden. Ich kann's halt einfach. So, jetzt brauche ich dann noch, was sind das da? Pilze. Guck mal, das sind auch nochmal Pilze hier. Aber eine andere Sorte. Da sind sie. Dann hier mit so einer rosanen, da hinten, guck mal. Knospen so, und jetzt noch das Grüne. Aber sind es die hier? Nein. Ist es das hier vielleicht? Nee. Ah, da oben. Da oben ist es doch. Sehr gut. Und jetzt habe ich mir die Kräuter zusammengesucht. Jetzt kann ich mir eine Salbe herstellen. Was natürlich ausgesprochen praktisch ist. Ich kenne mich natürlich mit Salbe nun eigentlich nicht so aus. Aber ich mache das einfach mal. Ich soll jetzt in ein Pfännchen. Ich habe gar kein Pfännchen. In den. Kommt das hier rein vielleicht? Nee, in eine Pfanne. Das muss ich auf dem Herd kochen bestimmt oder so. Das heißt, ich muss hier erst Feuer machen. Da ist ein Pfännchen. Guck mal. Hier könnte ich die Salbe herstellen. Die Kräuter, die Blüten, die Milch. Jetzt kommt das Ganze. Das Feuer ist fast aus. Jetzt brauche ich Feuer. Ich brauche Feuer. Das heißt, ich brauche Feuerholz oder sowas auf jeden Fall. Damit ich auch was zum Verschüren habe. Was ist hier denn? Abgeschlossen. Vielleicht sollte ich was anderes probieren. Hier gehört aber irgendwas hinein. Ich weiß nicht was, aber irgendwas gehört da hinein. Die kleine Fang kann ja leider nicht mit mir reden. Ich gehe mal zurück. Nee, da kann ich aber auch nichts weitermachen. Ein Fächer, was... Kann ich hier den? Hätte ich schön gefunden. Naja. Was? Ah, pass auf. Ich nehme den Fächer, um das wieder anzufächern. Und hole gar kein Holz, sondern fächer das nur an. Das war schlau, gell? So, jetzt habe ich aber eine Salbe gebrüht hier. Achtung. Ich habe eine Salbe gemacht. Und jetzt ist es hier auch nicht mehr so kalt. Siehst du, das ist schön. Und die Salbe kann jetzt hier rein. Sehr gut. Jetzt brauche ich so eine komische Tinktur. Die Salbe habe ich schon mal. Nadel und Faden wäre vielleicht auch nicht schlecht. Hier könnte ich die Nadeln desinfizieren. Ja, aber wie nur? Desinfektionsmittel. Wo könnte ich denn Desinfektionsmittel kriegen? Ach, ich kann gar nicht. Es macht keinen Sinn, umzudrehen. Ich muss so schnell wie möglich das Kloster erreichen. Okay. Ich brauche Desinfektionsmittel. Ha. Was für eine Sauerei. Okay. Das ist ja wieder... Hä? Wo gibt's denn hier... Desinfektionsmittel. Ah, hier ist noch... mal gucken. Was habe ich hier denn? Hallo, Jan. Ich sehe, was du meinst. Die Familie war sicher... war immer ziemlich langweilig. Celine lebt wie ein Eremit, während Po herumlungert. Letzte Nacht habe ich ihn durch die Tür der Sägemühle schleichen sehen. Was hat er um Himmels Willen dort gemacht? Sie ist seit Jahren verlassen. Und dann ist da noch diese dumme Expedition. Keiner will sie hier haben. Selbst Po scheint nervös zu sein. Ich sage dir, daraus kann nichts Gutes entstehen. Grüße, Xiao Mai. Aber was das alles so auf sich hat, das siehst du dann erst in der nächsten Folge. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und sag bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Deine Damakasch.